I made a promise that I was done with this life. It's not what it looks like. In einem Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Henry Avery, 1694. Halte Kurs auf die Insel. Ich halte sie auf. Großes Boot! Großes Boot! Oh, Scheiße! Verdammt, sie dürfen nicht nach! Fahr weiter zur Insel! Sie dürfen nicht vor dich fahren! Funktioniert? Jawohl, komm schon, bring uns hier raus! Fahr direkt zur Insel! Rechts von dir! Vorsicht! Oh, Scheiße! Nathan!
Nathan? Nathan. Was sollen wir nur mit dir tun? Du bist die Standpauken bestimmt längst leid. Ich bin es jedenfalls. Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben, statt mit den anderen den Ausflug zu machen. Mir doch egal. Ja, das ist der Kern des Problems. Ich verstehe nicht, warum nur ich bestraft werde. Weil du den Streit angefangen hast. Er wollte mein Buch nicht hergeben. Ich hatte dir gesagt, lass die Bücher in deinem Zimmer. Du bist selbst schuld daran. Er hat trotzdem kein Recht, es mir wegzunehmen. Gibt das dir das Recht, ihn einfach zu verprügeln? Ja. Es ging nicht nur um das Buch. Worum denn dann? Nichts. Ich heb's mir für die Beichte auf. Egal, was ich versuche. Du scheinst unbedingt denselben Weg einschlagen zu wollen wie dein Bruder. Was für ein Jammer. Sam! Ich sehe dich. Und rüber. Still und leise. Ist es nicht unsere Aufgabe, solchen Jungen zu helfen? In der Zwischenzeit muss ich ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Was soll ich denn tun? Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit, ihn aufzugeben. Sie müssen es einsehen. Gut, ich rede morgen mit ihm. Okay? Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Schwester Catherine. Wow, meine Akte. St. Francis Heim für Junge, Verhaltensbericht. Ich habe zufällig beobachtet, dass wie Edward mit einem von Nathans Büchern in der Luft herumgefuchtelt hat, um den Kleinen zu ärgern. Nathan hat sich sofort auf Edward gestürzt und den Großen, Größeren umgeworfen. Ich bin gleich hingerannt, um dazwischen zu gehen. Doch da hatten sie
es schon geschafft, sich gegenseitig zu schlagen. Administrative Unterschrift Peter Ryan Duffin. Verdammt! Ich muss zu dem Fenster. Los. Bewegung, Schwester. So. Einfach reichen, oder? Los. Bewegung, Schwester. Schwester Catherine? Oh, Mist. Ah, Schwester Catherine. Ich habe die Schlüssel wieder vergessen. Könnten Sie mir aufmachen? Ich komme, Vater. Sam, warte! Fast geschafft. Sam? Oh, du musst lernen, auf dich aufzupassen. Okay.
Schön, dich zu sehen, kleiner Bruder.